Natürlich. Ja. Gut, also kommen wir mal noch auf eine besondere Eigenart von euren Musicals zu sprechen. Die Vermischung von christlichen und gegenwartsbezogenen Inhalten mit einer ordentlichen Prise Ironie und absurder Komik. Welches zufriedenstellend drüber zu bringen, ist natürlich heute leider nicht möglich. Aber trotzdem, inwiefern empfindet ihr das gelegentlich als problematisch? Also gibt es Grenzen dabei? Wir haben uns ja immer sehr dicht an der Grenze bewegt. Also schon bei Siegfried damals, die Verquickung der Moses-Geschichte mit Wagner. Aber im Kolumbus gab es halt das Faktum, dass in der katholischen Kirche sämtliche Führungspositionen von Frauen besetzt sind. Also die Päpstin Claudia und die Damen von der spanischen Inquisition, von der wir, glaube ich, auch demnächst noch einen Song hören werden. Mhm. Aber auch die Tatsache, dass wir die spanische Inquisition, die ja damals in Europa eine absolute blutige Schreckensherrschaft errichtet hat, mit ihren Prozessen, dass wir die auf eine ganz freche und ironische Weise darstellen. Das ist natürlich alles hart an der Grenze. Inwiefern gab es schon mal kritische Reaktionen darauf? Also habt ihr vielleicht doch schon mal neben den vielen begeisternden Zuschriften auch schon mal Rügen bekommen für eures durchaus dreistes Auftreten, sage ich jetzt mal so. Ja, Rügen von der kirchlichen Seite kann man ja auch als Auszeichnung bezeichnen oder auffassen. Ja. Es ist so, dass wir in der Tat mit unserem Zylindern des Kolumbus auftreten wollten im Rahmen des Ökumenischen Kirchentages in Berlin. Das war 2003. Das Stück wurde aber da von dem Komitee, das dort Stücke nominiert, abgelehnt von vornherein. Warum, weiß ich bis heute nicht. Möglicherweise hängt das mit unserer frechen Art zusammen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich betrachte das als Auszeichnung und wir haben trotzdem parallel zu dieser Veranstaltung gespielt. Wir waren immer ausverkauft. Also so schlecht kann es nicht angekommen sein. Ja, einigen wir uns darauf, das als Auszeichnung zu sehen. Und wir hören jetzt mal rein in diesen besagten Titel, der schon eben, wie gerade angedeutet, in diese Richtung schon ein recht, na, wie soll man es ausdrücken? Ja, der ist sehr, sehr frech. Und er ist sehr, sehr stark von unseren Vorbildern Cole Porter und Gilbert und Sullivan inspiriert. Das wird der ein oder andere vielleicht auch bemerken. Sagen wir frech. Und exkommunizieren.
mag sich jeder der Hörer, geneigte Hörer, eine eigene Meinung dazu bilden. Und ich halte ja viel von Demokratie. In der Hinsicht möchte ich mal jetzt auch noch jeden zu seinem Recht kommen lassen. Ich hatte ja vorhin gerade meine eigene These widerlegt, dass Jens besonders ernste Stücke immer nur schreiben würde, mit einem kleinen Schafgesang da vorhin. Und deswegen werde ich jetzt nochmal auch die These widerlegen, Lars wiederum würde einmal einen etwas albernen Zug drauf haben, denn jetzt kommt auch ein sehr ernster Titel, den wir jetzt auch nochmal ganz kurz anspielen. Die Freiheit nehme ich mir jetzt einfach nochmal schnell. Herzzerreißend, muss ich wirklich sagen. Sehr schön gemacht, Lars. Danke. Eines meiner absoluten Lieblingsstücke. Natürlich. Wir kommen noch mal ganz kurz auf einen Umstand zu sprechen. Aus eurem Amateurstatus macht ihr in der Öffentlichkeit keinen Hehl. Im Gegenteil, ihr verweist immer wieder gerne, nicht ohne einen gewissen Stolz darauf. Nun ist ja Amateurtheater in der nicht seltenen Öffentlichkeit etwas negativ besetzt, vorsichtig ausgedrückt. Jeder, der euch einmal live erlebt hat, wird das sicherlich nicht bestätigen können. Dennoch, was entgegnet ihr derartigen plakativen Vorstellungen? Ich bin ein großer Freund von Amateurtheater, wenn es dann gut gemacht ist. Amateure geben sich einfach sehr viel Mühe und sind mit sehr viel Engagement und Freude dabei im Allgemeinen. Das ist manchmal natürlich auch bei Profis der Fall, aber wenn man dafür jede Menge Geld bekommt, dann macht man vielleicht auch Sachen, hinter denen man nicht so voll steht und wo das Engagement dann vielleicht zu wünschen übrig lässt. Übrigens sind wir natürlich keine Amateure, wir arbeiten nur mit Amateuren. Ich muss dazu sagen, ich finde, ich gehe selber auch sehr gerne in Amateuraufführungen, muss aber Lars recht geben. Also gut gemeint ist mir auch zu wenig. Wenn es gut gemacht ist, ist es schon schön. Ja. Ist halt jetzt auch eine Kostenfrage. Wer heutzutage in ein Musical geht, sagen wir mal Theater des Westens oder Potsdamer Platz ins Theater, der muss dann eine Menge Geld auf den Tisch legen. Und bei uns kriegt man irgendwas geboten für weniger als 10 Euro. Und wenn es dann eben manchmal knirscht oder in der Intonation nicht so perfekt ist, dann spricht man auch nicht davon. Es gibt immer viel Lob in der Hinsicht, dass gesagt wird, das ist ja schon sehr professionell. Wenn wir Profis wären, dann würde man eher sagen, naja gut, die beherrschen ihren Job nicht. Insofern freuen wir uns eigentlich sehr über unseren Amateurstatus, ja, den wir haben. Aber wie würde es aussehen, wenn ihr dann
plötzlich doch mal professionell arbeiten könntet, was würde aus Lars Lange und Jens Seidbold werden?